Hey, herzlich willkommen, Vlogtag Nummer 4. Sebastian ist deutlich zu uncool für seinen eigenen Kanal, deswegen mache ich das heute. Wir spielen Hide and Seek mit den kompletten Leuten, die auf Madeira sind. Ich muss jetzt ganz starke Tabletten nehmen, damit ich in ein paar Tagen wieder hören kann. Weiter so durch. Und das wird mega krass, denn wir sind in einer 3-Millionen-Euro-Villa, in der es unfassbar viele Verstecke gibt. Jeder von uns wird eine Kamera mitnehmen und los geht's. Ich durfte dem Ohr nicht so gut hören. Drei, gar zwei, nicht eins. Mehr eigen... Sebastian? Sebastian? Es geht los, meine Freunde. Ich schaue jetzt aus dem Fenster raus, während die sich hier alle verstecken. Wir haben ein riesiges Haus, unglaublich viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und go! Oh mein Gott! Wir haben eigentlich überlegt, uns im Auto zu verstecken, aber im Auto können wir uns nicht verstecken. Oh, hey, nimm mir nicht die Leiter. Ich muss kurz hoch, ich muss kurz hoch. Ich will nicht die Treppe hochlaufen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, dass ich letztes Jahr auf Madeira schon mal Verstecken mit Sebastian gespielt habe und ich mich da auf dem Dach von unserem alten Airbnb versteckt habe. Genau das machen wir heute auch wieder. Dieses Grundstück, das Haus an sich, birgt so viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Und vor allem, meine Freunde, wenn ihr Bock habt, dass wir mal hingehen, ja, das war nämlich sowieso ein Plan von uns, eine richtig hochwertig produzierte Hide-and-Seek-Staffel zu machen mit verschiedenen YouTubern und einem fetten Preisgeld. So. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt uns gerne mal Vorschläge in die Kommentare. Wir haben schon überlegt, in einem Freizeitpark, in einem Schwimmbad und so weiter und so fort. Das soll auf jeden Fall demnächst kommen. Freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Okay. Ich nehme mein Handy, oder? Hier, jetzt hab ich's. Hier, Video. Jetzt nimm auf. Ja, aber ich will einfach nicht mehr. Ich komme! Ich muss runter. Ach du Scheiße. Ich bin auf dem Dach. Ach du Scheiße. Einen Moment. Ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Dach. Lost, wer sich hier irgendwo versteckt hätte. Das hätte ich ja mitbekommen. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass Leute hochgelaufen sind und dass Leute runtergelaufen sind. Und unten ist, glaube ich, ein ganz guter Move. Jetzt könnte es natürlich sein, dass mich jemand ausgemoved hat und quasi hier, weil wir so ein paar Affenmenschen dabei haben, runtergeklettert ist, hier runtergeklettert ist und dann sich entweder da hinten einer versteckt oder vielleicht sogar hier im Abstellraum. Aber das sieht nicht so aus. Als wäre hier jemand. Oh! Du W. Digga, ich hätte dich gerade fast nicht gesehen. Ja, man kann so nicht wieder abhauen. Raus. Bist du von oben wieder runtergeklettert? Ich nicht. Alright, okay. Okay. Person Nummer 1, Julius, erfolgreich gefunden. Ich bin einfach im Auto. Digga, ich kann so laut rumschreien, wie ich will. Geil! Die Haustür steht verdächtig offen. Also schauen wir uns hier auf dem Grundstück nochmal schnell um. Halsmaul! Halsmaul! Was? Was? Bist du hochgekommen? Was? Ich bin gefallen. Aber du musst mich doch berühren, oder? Was? Musst du mich nicht berühren? Hals. Junge, nein! Okay, jetzt werden Leute angefasst. Wow! Ich habe mir das Mikrofon gegen den Kopf gehauen. Oh mein Gott, er ist... Oh mein Gott! Boah, hier mufft es so, Alter. Die Betten, unter den Betten soweit safe. Der Keller ist actually auch nicht so der beste Versteck-Spot, ne? Ich meine, ich habe gehört, dass jemand runtergelaufen ist. Okay, dann auf alles ist hier jemand im Badezimmer drin. Was? Niemand? Darf ich hier eigentlich hin? Scheinbar ist auch hier im Raum niemand drin, hinter den Vorhängen hier, auch beliebt, nichts. Das heißt, der Rest dieser Schlawiner ist auf der oberen Etage versteckt. Let's go. Wenn das jemand gemacht hat, da oben reinzukriechen. Warum hat dieses Scheißhaus so viele gottverdammte Schränke? Bleib stehen, du Scheiße!
Julius, warum bist du so blöd? Ich werde jetzt mal hupen. Okay, drei Leute noch. Haben wir denn hier? Niemanden. Wo zum Teufel sind die Okay, nochmal. Das kann doch nicht sein. Es ist noch ein Zimmer übrig. Da muss jemand drin sein. Wie zum Teufel ist der da hochgekommen? Warum? F***t ihr mich alle so? Wir spielen Verstecken, nicht fangen. Oh! Zwei Personen noch. Ich habe jeden Raum durchsucht. Wo sind Dave und Tobi? Also ich weiß einen. Der Raum. Soll ich das Auto auch noch anschalten, oder was? Wo sind die? Tobi hat schon zweimal einen Tipp abgegeben. Komm, war nicht wirklich, oder? Das ist nicht wahr. Dieser Scheiße. Okay, einmal hupe ich noch, dann war es aber auch. Ich denke, die ganze Zeit wir hupen da. Du musst ihn berühren, ne? Willst du doch nicht ihn berühren? Mach dich! Warte! Abstand! Warte! 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 Nein! Abstand! Okay. Okay, okay, das war unfair. Stopp! Stopp! Nein! Ist der da drin? Wisst ihr, wo er ist? Ja. Ist der oben auf dem Dach? Also ich werde nichts sagen. Du kannst mich foltern, wie du willst. Ich folter dich jetzt. Wieso ist es immer scheiße? Okay, ist er auf dem Dach? Ich bin nicht. Mach nichts Unüberlegtes. Ist der auf der anderen Seite vom Grundstück? Nee. Wie ist der da hochgekommen? Wie ist der da hochgekommen? Fliegen lernen in einem Tag. Keine Ahnung. Weißt du's? Ich war wirklich im Auto. Weißt du, wo Dave ist? Ist der auf dem Dach? Max, bitte, wir müssen das jetzt hier zu Ende bringen. Wo ist der? Was? 100 Euro. Nein, ich gebe dir nicht 100 Euro für Verstecken spielen. Dave, komm vom Dach runter, du hast gewonnen. Oder in einem Schrank im Obergeschoss. Ich hab da alles durchgeschaut. Max, bitte, wo ist er? Okay, ich hab ihn in meiner Hosentasche. Ist er im Gebüsch drin? Dave, sieht schlecht aus. Funchal. Passt es gerade, wenn ich über Funchal ein paar Fakten erzähle? Ja, mach. Der gefährlichste Flughafen Europas. Wie? Wie hat er das gemacht? Wie bist du da hochgekommen, du Sch? Wie bist du da hochgekommen? Ich habe einfach die Leiter genommen. Welche Leiter? Ne, der hat die Leiter genommen. Die hat er. Und die hast du dann hochgezogen? Nee, die hat irgendwie. Tobi hat die hier hochgetan. Ich hab die im Auto vergessen noch. Dave, du hast gewonnen. Glückwunsch. Ja? Ja. Danke. Endlich der gebürtige Sieg mit dem richtigen Versteck. Madeira Folge 1, letztes Jahr, hast du mich sofort gefunden. Folge 2, der gebürtige Sieg. Könnt ihr einfach aufhören, von mir wegzulaufen? Das war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Dave, bei Max, bei Julius. Nee, bei mir bitte nicht.
bei allen außer Dave. Fügt einfach den Namen von wem anders ein. Vorbei. Ciao. Raus.